Es schlägt jede Sekunde, jede Minute, ein Leben lang, von ganz alleine, das Herz. Eine Studie untersucht, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Das Herz gilt als Sitz der Gefühle. Wie ist das bei einem Transplantierten? Ärzte rätseln über einen Infarkt, der keiner ist. Das gebrochene Herz. Herzklopfen. Jetzt bei Quarks & Co. Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Unser Herz ist ein ganz besonderes Organ. Das wichtigste vielleicht überhaupt. Es ist unglaublich, wie viel es pumpt. Pro Minute 5 Liter, macht am Tag etwa 7000 Liter, also eine riesige Menge. Doch was, wenn das Herz nicht mehr funktioniert? Herztransplantation. Und das bedeutet Leben mit einem fremden Herzen. Unsere Geschichte beginnt auf einem Trainingsplatz in der Nähe von Leipzig. Gerade ist sie aufgestiegen in die Regionalliga, die Herrenmannschaft des SV Borna. Er ist unser Held. André Gabler, Mittelstürmer. Ein besonderer. In seiner Brust schlägt ein fremdes Herz. Von einem Mann? Von einer Frau? Vor 4 Jahren hat er es bekommen. Da war er 16. Das alte, sein eigenes Herz war plötzlich immer größer geworden. Ein sogenanntes Ochsenherz. Wahrscheinlich eine genetische Anlage. Eine Transplantation, die einzige Chance. Das Leben mit einem fremden Organ, mit dem Herzen eines anderen. André muss starke Medikamente nehmen, damit sein Körper sich nicht gegen das fremde Gewebe wendet, es abstößt. Aber gibt es womöglich noch andere Wechselwirkungen zwischen altem Körper und neuem Organ? Und wird wirklich nur das Organ verpflanzt, sonst nichts? Das Gefühl für das neue Herz kommt, wenn André sich anstrengt. Man spürt schon das Herz, wie es schlägt und so. Und das ist... Aber damit muss man halt auch leben. Das ist ja nicht bloß jetzt beim Sport, das ist ja dann auch auf der Arbeit halt so, dass du viel und schnell läufst. Und bei der Liebe? Bei der Liebe auch. Also, das war schon ein kleines Herzbibbern, wo ich der Franzi kennengelernt habe halt. Und also bei der Liebe ist da das Herz auch ganz groß mit dabei. Als wir André treffen, ist er verliebt. Vielleicht die große Liebe, vielleicht nur ein kurzer Flirt. Welches Herz verschenkt einer, der mit einem fremden Herzen lebt? Spürt er Herzklopfen? Was ist Aufregung? Was ist Liebe für das neue Herz? In den Transplantationszentren sind das keine Fragen. Das Überleben zählt. Die Technik steht im Vordergrund. Hochentwickelte Gerätemedizin. Erfolgversprechende Operationsmethoden. 1000 Patienten warten allein in Deutschland auf ein neues Herz. Spender gibt es viel zu wenige. Natürlich hat es immer etwas Besonderes, wenn man einem Menschen das Herz herausnimmt und macht dafür das Herz eines anderen Menschen hinein. Und ich empfinde es auch immer als geradezu faszinierende Beobachtung, wenn ein solches Herz, das vorher mehrere Stunden ja ohne Blut gewesen ist und wie so ein kaltes, blasses Etwas da liegt, sofort wieder zu schlagen anfängt, wenn es durchblutet wird. Ja, das ist schon etwas, was eben mit dem Wunder der Natur zu tun hat. Das Wunder des Herzens hat auch André gespürt. Auch wenn es gar nicht sein eigenes Herz war, das plötzlich einen Sprung gemacht hat. Die Nervenleitungen zu Andres Herzen wurden bei der Operation durchtrennt. Wie bei jeder Transplantation. Seinen Gefühlen hat das nicht geschadet. Sein Körper hat das fremde Organ akzeptiert.
für dich, für dich, weil du immer mit uns schlafen gehst. Der Name des Spenders wird in Deutschland nicht verraten. Das regelt ein Gesetz. Und André Gabler will auch gar nicht wissen, von wem sein Herz stammt. Für mich ist so, ich hatte auch Angst, jetzt zum Beispiel den Eltern entgegenzutreten, von den Mann, Jugendlichen oder wer das war. Da hatte ich schon ziemlich viel Angst, den Eltern entgegenzutreten. Das neue Herz des Fußballspielers. Seine Herkunft muss ein Geheimnis bleiben. Volle 90 Minuten darf André noch nicht spielen. Der Trainer wechselt ihn aber regelmäßig ein. Immer dann, wenn's brenzlig wird. Und er jemanden braucht, der mit ganzem Herzen voranstürmt. Andres neues Herz ist eines von knapp 400 Herzen, die pro Jahr in Deutschland verpflanzt werden. Nun, das erste Mal, dass es überhaupt gelungen ist, das Herz eines Menschen zu transplantieren, war vor fast 40 Jahren. Es war damals eine Sensation. Professor Christian Barnard verpflanzte am 3. Dezember 1967 das Herz der tödlich verunglückten Denise Darwald. Sie war damals 25, in den Körper von Louis Waschkanski. Und der Patient überlebte immerhin 18 Tage mit dem fremden Herzen. Seitdem ist die Medizin immer besser mit den Abstoßungsreaktionen des Körpers auf das fremde Organ fertig geworden. Und heute leben Menschen 20 Jahre und länger mit einem fremden Herzen. Aber ein Problem bleibt. Es gibt weit mehr Menschen, die ein neues Herz brauchen. Alleine in Deutschland sind es jedes Jahr etwa 1000, als es Spenderorgane gibt. Daher wird weltweit nach einer technischen Lösung gesucht. Nach einer Herzprothese, einem künstlichen Herzen. Doch das muss genauso viel können wie das echte. Es bringt 5 Watt Leistung, einen Druck von 120 mm Quecksilbersäule. Das Herz, nur eine Maschine. Eine verbreitete Vorstellung, zumindest bei Ingenieuren und erst recht am Deutschen Weltraumzentrum. Lässt sich das menschliche Herz mit seinen 2 ständig pulsierenden Herzkammern einfach so nachkonstruieren? Bereits vor fast 10 Jahren haben sie damit angefangen. Damals hatten die Ingenieure nur eine Art Antriebsmotor für schnelle rhythmische Bewegungen. Doch dieser Antrieb erwies sich als nicht brauchbar, zu anfällig und mit einem zu hohen Energieverbrauch. Mehr Erfolg versprechen sie sich von einem kontinuierlichen Antrieb, der abwechselnd 2 Kammern zusammendrückt. Der Pulsschlag des Kunstherzens. Aber auch der braucht Energie. Das gesunde Herz hat es einfacher. Es versorgt sich selbst. Über die Herzkranzgefäße pumpt es Blut und Energie in den Herzmuskel. Etwa 115.000 Mal am Tag. Mit solchen Induktionsschlaufen glauben die Ingenieure, ihr Energieproblem zu lösen. Ein Akkugürtel soll 3 Stunden lang Strom fürs Kunstherz liefern. Aber wird Technik jemals das echte Herz ersetzen können? Den Kreislauf mit Blut versorgen, Blut pumpen können, wie das echte Herz? Die Ingenieure scheinen daran zu glauben. Doch Blut verhält sich anders als andere Flüssigkeiten. Großer Druck zerstört die Blutkörperchen. Fließt Blut dagegen zu langsam, verklumpt es. Die Ingenieure setzen auf bogenförmige Herzkammern. Doch das Blut wird darin unkontrollierbar verwirbelt. An manchen Stellen fließt es sogar rückwärts. Eine neue Pumpkammer entwerfen sie streng nach dem Vorbild der Natur. Sie ist genauso geformt wie bei einem echten Herzen. Und auch die Blutströme fließen wie im echten Herzen. Aber auch damit sind längst nicht alle Probleme gelöst. manchmal 90 Jahre und mehr arbeitet das echte Herz. 3 Milliarden Mal schlägt es im Leben, ohne eine Pause. Form und Oberfläche des Muskels sind optimal ausgelegt für den heiklen Saft Blut. Das Maschinenherz ist davon meilenweit entfernt. Mit Dauertests wollen die Ingenieure zunächst einmal herausfinden, wie lange ihr Kunstherz funktioniert. 2 Jahre sind das Minimum. Auf 5 Jahre und länger hoffen sie. Die Pumpe, der Motor.
Eine einfache Maschine ist es jedenfalls nicht. Das Herz der Ingenieure. Neben allen Problemen, die die Forscher haben, ist vor allem eines klar. Auf Gefühle wie zum Beispiel Freude oder Angst wird das Kunstherz niemals reagieren können, denn eine Verbindung zum Gehirn und zum Nervensystem kann ein Kunstherz nicht haben. Doch gerade die Nerven sind es, die unseren Herzschlag regulieren. Das Herz ist ja ein Muskel und kontrahiert sich wie jeder andere Muskel auch, und zwar, wenn er durch elektrische Impulse gereizt wird. Genau so entsteht der Herzschlag. Nun, diese elektrischen Impulse, die kann man mit einem solchen EKG auch ableiten. Nun, heute ist das ein Standardinstrument. Mit der rasanten Entwicklung der Elektronik wurden die Verstärker und damit auch die EKG-Geräte immer kleiner. Nun, so sieht ein Gerät aus, das heute zum Beispiel im Krankenwagen mitgenommen wird. Und die Aufzeichnung der Herzstromkurven ist ein Standarddiagnoseverfahren in der Herzmedizin. Sie haben vielleicht auch schon mal beim Arzt ein EKG machen lassen und haben sich gefragt, was bedeuten denn nun diese Zacken und Kurven? Man kann es einfach verstehen. Hier, das Herz selber kontrahiert sich, und zwar in mehreren Phasen. Zuerst einmal hier dieser erste Berg, er entspricht der Kontraktion der Vorhöfe, also die pumpen dann das Blut in die großen Kammern. Das Signal zur Kontraktion wird nun an die große Kammer weitergegeben, und wenn die sich zusammenzieht, sieht man eben hier diese charakteristische Spitze, und danach erholt sich das Herz. Das ist dieser Berg, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also ein Rhythmus. Aber der Arzt schaut nur genau nach und erkennt zum Beispiel, ob Sie an Herzrhythmusstörungen leiden. Dann würde er zum Beispiel Folgendes sehen. Der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Kurve ist nicht konstant, sondern eben der Rhythmus, der verändert sich. Das ist also ein Beispiel einer Herzrhythmusstörung. Ein anderes Beispiel, der Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt ist es ja so, dass ein Teil des Herzmuskels geschädigt ist. Also die große Kammer kann sich nicht so kontrahieren. Und genau das erkennt dann auch der Arzt hier an einer solchen charakteristischen Kurve. Ich habe mich hier verkabelt, und Sie können jetzt sehen, wie anstrengend Fernsehen ist, denn hier oben sehen Sie meinen Herzschlag, der liegt über 100, ja 120 sogar, also daran erkennt man auch, wie stressig Fernsehen ist, denn der Herzschlag wird nicht nur von der Größe verändert, wenn wir uns körperlich anstrengen, sondern auch, wenn wir psychischen Stress haben. Und wie unser Herz auf die unterschiedlichen Reize reagiert, das können Sie, und zwar interaktiv im Internet, bei uns ausprobieren. Wir haben für Sie einen speziellen Test zusammengestellt. Sie müssen gewisse Dinge tun und dann immer eintragen, ob Ihr Herz schneller oder langsamer schlägt. Zum Beispiel, nachdem Sie ein Glas eiskaltes Wasser getrunken haben oder nach der Tasse Kaffee. Also auf die Art und Weise erfahren Sie mehr über Ihr Herz. Klicken Sie uns an unter www.quarks.de. Es sind, wie gesagt, nicht nur körperliche Reaktionen, die unsere Herzfrequenz beeinflussen, sondern auch die Gefühle, gerade bei Stress. Und ich durfte das in einem rasenden Experiment am eigenen Leib erfahren. Hallo. Mit wem kann ich denn hier sprechen? Wie geht's? Grüß dich. Gut. 50 Meter von der legendären Rennstrecke entfernt treffen sich Nick Heidfeld und Ranga Yogeshwar zum Quarks-Herztest. Hast du keinen Kontakt insofern? Ranga wird als Beifahrer von Nick über die Nordschleife des Nürburgrings rasen. Die Frage ist, wie wird sich das auf den Herzschlag der beiden auswirken? Dafür werden Ihnen von einem Team der Sporthochschule Köln ein EKG und zwei Pulsmesser angelegt. 84 Schläge pro Minute. Noch ist Ranga entspannt. Setz dich einfach mal rein. Und dann ist alles aus. Nick Heidfelds Herz dagegen schlägt nur 60 Mal pro Minute. Ein Wert, wie ihn nur Spitzensportler haben. Okay, oben links. Der Vergleich beider EKG-Kurven zeigt also schon jetzt einen Unterschied. Okay. Geduld halten. Und dann unten rot, ne? Doch wie wird sich Ihr Herzschlag während der Fahrt verändern? Zwei, drei.
Alles okay? Direkt beim Start schnellt Nick Heidfelds Puls nach oben, auf 120 Schläge pro Minute, sinkt aber schnell wieder ab, auf etwa 90. Er ist in seinem Element. Nicht lange. Nicht lange. Anders bei Ranga. Sein Puls steigt langsamer an, kommt kurz auf 143 und sinkt dann auf 110 Pulsschläge. Ja, jetzt klingt es anders. Schon mal über die Strecke gefahren? Nein, Premiere. Die schönste Strecke der Welt. Ja. Extrem lang. Ja. Über 20 Kilometer. Extrem das habe ich vermisst. Ich habe die Reifen. Wenig später erfährt Ranga, warum die Nordschleife des Nürburgrings auch grüne Hölle heißt. Das ist ein Stressfaktor für dich? Kleiner, weil ich die Strecke nicht so gut kenne. Mhm. Aber ich weiß schon in etwa, was kommt. Sonst würde ich natürlich nicht so schnell fahren wie hier. Ja. Da siehst du ja nicht, was kommt. Da sind schon ein paar abgeflogen, da sieht man hier überall die Spuren. Das gibt selbst dem Abgebrühtesten kurz zu denken. Rangas Herzfrequenz schnellt wieder in die Höhe auf 138. Doch nur kurz und sein Herzschlag pegelt sich wieder bei 105 ein. Nach 1,5 Runden ist klar, Angst oder Stress kann Nick Heidfeld bei Ranga nicht auslösen. Jetzt taucht ein anderes Problem auf. Die vielen Kurven machen seinem Gleichgewichtsorgan zu schaffen. Ich habe ja gesagt, mein Vestibularorgan ist das Problem. Und wenn du selbst fahren würdest? Mein Puls würdest, ist bei 117. Und wenn du selbst fahren und lenken würdest, dann ist es besser, ich oder? Ich muss gleich mal stehen bleiben, weil ich muss einmal reiern. Ich bin danach auch okay, aber das ist... Warte, schalte links an. Ist besser. Einmal nur. Das ist nur bei mir Kurvenfahrerei. Aussteigen und der Anlass spiegeln sich auch im EKG wieder. Aber das liegt nur daran, dass Ranga sich bewegt. Aber das ist interessant, das ist immer mein Stressfaktor. Bei jedem anders. Die Fahrt geht weiter. Noch 15 Kilometer bis zum Ausgangspunkt, wo sie das Team der Sporthochschule erwartet. Liegt bei 105, aber mir ist kurz übel von den Kurven. Nick Heidfelds Puls ist schon wieder auf 64 gesunken. Für den Sportmediziner Hans-Georg Predel ein erster Anhaltspunkt. Ich habe Stress beim Kotzen gehabt. Du sitzt da und du sagst... Die genaue Analyse zeigt, mit 20 bis 30 Schlägen pro Minute liegt Rangas Herzfrequenz deutlich über der von Nick. Angehalten haben. Ich bleibe im Auto sitzen und er muss aussteigen. Ja, Ranga war in einer wirklich massiven Aktivierung. Das ist das Schöne, man kann hier sehr schön auch differenzieren zwischen, sagen wir mal, physischen und psychischen Elementen. Und noch etwas zeigen die Daten. Während beim routinierten Rennfahrer ein fast störungsfreies EKG zustande kommt, zeigt Rangas EKG seine vielen Ausgleichbewegungen während der Raserei. Beide sind in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld am entspanntesten. Interessant zu sehen, weil auch in der Form bisher, glaube ich, gar nicht wissenschaftlich so dokumentiert, dass eben ein Rennfahrer im Vorfeld eine hohe Aktivierung zeigt, aus sportmedizinischer Sicht völlig zu erwarten, dann während der Fahrt der Anspannungsgrad eher abnimmt, dann wieder hier in einem etwas ungewohnten Umfeld der Anspannungsgrad fast wieder zunimmt. Ranga bleibt auf einem hohen Aktivierungsgrad, zeigt aber schnell Anpassungsvorgänge, so in dem Sinne erlernt. Also die Situation ist offenbar im Griff, kontrolliert, die Anspannung bleibt da. Und für mich herrlich zu sehen, in dem Moment, wo dann das Fahrzeug stoppt, die Kameras wieder kommen, also sein Arbeitsumfeld, zeigt er einen Entspannungsgrad, wie wir vor dem heimischen Fernsehsessel. Fazit, der Fernsehprofi bleibt zwar auch im Rennwagen relativ gelassen, doch die Coolness des Rennprofis Nick Heidfeld erreicht er nur außerhalb der Rennstrecke. Ein spannender Versuch, also so schnell bin ich noch nie Auto gefahren. Maximal Tempo 270, aber dieser junge Mann hat auch in Kurven, in denen ich 30 fahren würde, aufs Gaspedal gedrückt und wir huschten dann mit 100 dadurch. Nun, etwas war spannend.
In dem Moment, wo mir schlecht wurde, mussten wir anhalten. Und das führte dazu, dass Nick plötzlich angespannt war, denn für einen Formel-1-Fahrer ist es Stress, mitten auf der Strecke anzuhalten. Und noch etwas hat man deutlich gesehen, sein Ruhepuls ist niedriger als meiner. Er ist besser trainiert, denn durch das Training ist es so, dass das Herz wächst, also mit jedem Herzschlag pumpt es mehr Blut in den Körper. Und das führt dazu, dass der Ruhepuls nach unten geht. Man kann seinen Herzschlag also durch Sport trainieren, aber man kann ihn auch durch Konzentration herabsetzen. Und damit sind wir beim sogenannten Biofeedback. Hier ist ein solches Gerät. Ich habe hier einen kleinen Ohrclip. Damit wird nun mein Puls abgegriffen. So, mein Herzschlag wird jetzt grafisch umgesetzt, da dreht sich eine Erde übrigens falsch herum. Und die Kunst beim Biofeedback besteht darin, dass man sich nach und nach beruhigen muss. Das gelingt mir im Moment sogar. Die Erde dreht dann langsamer und mit Glück sogar richtig herum. Also, wenn man aufgeregt ist, dann ist der Körper in Alarmbereitschaft und das wirkt sich sofort auf das Herz aus, also jede Emotion, jedes Gefühl. Nun, die Beziehung von Gefühl und Herzschlag nutzen jetzt Ulmer Forscher, ihre Versuchskandidaten, ganz normale Schüler. Eine typische Schulstunde. Die Lehrerin ist motiviert, die Schüler hören zu. Doch warum haben Deutschlands Schulen bei PISA so schlecht abgeschnitten? Das fragen sich Lehrer, Eltern und Forscher. Johannes soll dazu beitragen, diese Frage zu klären. Er hat einen besonderen Tag vor sich. 24 Stunden lang messen Forscher seinen Herzschlag. Die Experten des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen wollen wissen, wann der Schüler emotional beteiligt ist. Auch Marin hat ein EKG-Gerät bekommen. Außerdem sollen die beiden jede Viertelstunde eingeben, was sie machen und wie sie sich dabei fühlen. Aus Herzschlag und Eintrag entsteht ein emotionales Tagebuch. 9:01 Uhr, Deutschstunde. Die Messung läuft. Vielen Klassenkameraden von Maren und Johannes haben die Forscher das EKG bereits abgenommen. Insgesamt haben schon 110 Schüler an der Studie teilgenommen. Vor den Rat der Stadt und berichtete. Kurz nach 10. Große Pause. Bei diesen Daten von Johannes ist es so, dass plötzlich die Herzfrequenz nach oben geht. Das sehen wir häufig, da muss irgendwas passiert sein. Es kann sein, dass die Pause begann. Pause ist immer begleitet von Bewegung, aber auch, und das sehen wir wie hier im Fall von Johannes, mit emotionaler Beteiligung. Es scheint so, als ob die Kinder in der Pause viel mehr emotional dabei sind als im Unterricht. Kurz nach 11:30 Uhr, Musikstunde. Die Herzfrequenz von Johannes und Maren ist tatsächlich niedriger als in der Pause. Und auch der Computereintrag gibt das wieder. Die Musikstunde empfindet Johannes weder angenehm noch unangenehm. So, Kartoffeln. Ab. Wo hast du eigentlich dein Messgerät? 13:30 Uhr. Mittagessen. Johannes wird danach die Hausaufgaben machen. 14:03 Uhr. Maren schreibt einen Aufsatz für den Deutschunterricht. Ein ganz normaler Schüleralltag. Also das Gefühl hier, wie gesagt, groß. Das EKG der Forscher misst jede Regung ihres Herzens. Auch als Marin später Saxophon übt. Johannes tobt sich am Nachmittag lieber aus. Um 16:30 Uhr schaut Marins Familie zusammen fern. Während ihrer Lieblingssendung schlägt Marins Herz etwas höher. Etwa zur selben Zeit spielt Johannes am Computer. Ach Mensch, das regt so auf. Sein EKG und Marins müssen die Forscher noch zusammen mit den Daten der anderen 110 Schüler auswerten. Noch steht das Ergebnis der Studie nicht fest, aber bei einigen Kindern stellen die Forscher eine eher gleichbleibend niedrige Herzfrequenz in der Schule fest. Wenn es keine Veränderungen in der Herzfrequenz gibt, heißt das unter Umständen, dass da auch keine emotionale Beteiligung da ist. Und emotionale Beteiligung ist etwas, was fürs Lernen gebraucht wird. Und die Abwesenheit dieser Herzfrequenzerhöhung kann unter Umständen nahelegen,
dass die Person, dass der Schüler gar nicht dabei ist. Die Herzfrequenz von Maren und Johannes wird auch über Nacht beobachtet. Gegen 8 Uhr geht's ins Bett. Am nächsten Morgen legen die Forscher die EKG-Geräte zwei anderen Kindern an. Die Studie läuft noch, bis alle Daten gesammelt und ausgewertet sind. Aber es soll eine Folgestudie geben. Dann legen die Wissenschaftler Kindern und Lehrern ein Langzeit-EKG an und überwachen per Video die Schulstunden. Also da kann man dann gespannt sein, was die Schüler- und Lehrerherzen höher schlagen lässt. Und jetzt ein Test. Musik. Techno. 150 Schläge pro Minute. Die Frage ist, wie verhält sich das Herz? Man könnte nun meinen, das Herz synchronisiert sich, wird also immer schneller. Aber das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Man hat das untersucht und festgestellt, Techno-Fans empfinden diese Art von Musik sogar als beruhigend. Also Vorsicht, es ist reine Geschmackssache, wie Psychokardiologen sagen. Musik, die man persönlich als angenehm empfindet, wirkt sich auch beruhigend aus. Unser Herzschlag bestimmt unser Leben, schlägt 24 Stunden am Tag und das über Jahre, mitunter 70 Jahre und mehr ohne Pause. Aber manchmal hört es auch auf zu schlagen, dann haben wir einen Notfall, so wie hier mit dieser simulierten Puppe, Herzstillstand. Nun, in dem Moment ist es so, dass die elektrischen Impulse im Herzen nicht mehr geregelt ablaufen. Sie sind chaotisch. Der Mediziner spricht vom Kammerflimmern. Und da gibt es eine Gegenmaßnahme und das ist der sogenannte Defibrillator. Sie kennen das vielleicht auch aus den ganzen Medizin-Soaps. Und so funktioniert's. Also, ich habe zwei Elektroden. Und diese Elektroden geben nun elektrische Energie ab, und zwar einen richtig starken Stoß. Der ist so, dass er für einen normalen Menschen sogar gefährlich, tödlich sein könnte. Sie achten nun mal auf das EKG. Jetzt feuere ich. Und in dem Falle hier haben wir natürlich Glück und das Herz schlägt wieder im Takt. Nun, wenn das Herz aus dem Takt kommt, dann meinen die Wissenschaftler oft genau zu wissen, was die Ursache ist. Doch manchmal steht selbst die Medizin vor einem Rätsel. Alles deutet auf einen Herzinfarkt. Es ist schon fast Routine, der Check mit dem Herzkatheter. Professor Karl-Heinrich Scholz und sein Team vom St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim sind auf Herzinfarkte spezialisiert. 320 Mal im Jahr retten sie Patienten das Leben, untersuchen Herzen, befreien verstopfte Herzkranzgefäße von einem Gerinnsel. Erst mache ich Ihnen das Hemd auf und legen wir mal das hin. Noch ahnen sie nicht, dass in diesem Fall alles ganz anders ist. Mit dem Röntgengerät wollen Sie sich ein Bild vom Herzinfarkt machen. Ein Katheter wird durch eine Arterie geschoben. So soll sichtbar werden, wo die Gefäße verstopft sind. Und bitte nicht atmen. Doch dann die Überraschung. Das Katheterteam traut seinen Augen nicht. Alle Gefäße sind gut durchblutet. Von Verstopfung keine Spur. Das ist kein Herzinfarkt. Doch was ist es dann? Was führt bei der Patientin zu starken Brustschmerzen, auffälligem EKG und Todesangst? In dieser Situation muss man eigentlich die Ursache dafür finden. Denn wenn man keine Ursache findet, kann man auch nicht vernünftig behandeln. Und das macht eine gewisse Hilflosigkeit aus. Ein Blick in die Krankenakte gibt dem Kardiologen einen ersten Hinweis. Die Patientin hatte einen Schock erlitten. Marie-Louise Lürich liebt ihren Hund wie die eigenen Kinder. Um ihm das Leben zu retten, hat sie sich vor einen angreifenden, größeren Hund geworfen und verletzt. Danach fingen die Herzschmerzen an.
Der Auslöser der Herzattacke bringt Professor Scholz auf die richtige Fährte. Erst vor kurzem hat er von einer US-amerikanischen Studie gehört. Darin werden 19 Fälle von Patienten beschrieben, nahezu alles Frauen, die an einer stressbedingten Kardiomyopathie litten, dem Broken Heart Syndrome, auf Deutsch einem gebrochenen Herzen. Auf den ersten Blick scheinen die Frauen nichts gemein zu haben, doch eins haben sie alle erlebt, einen gewaltigen Schreck. Kathy L. wurde ins Krankenhaus eingeliefert, kurz nachdem sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte. Jane P.'s Herz setzte aus, als sie brutal überfallen wurde. Charlotte T. wurde das Opfer einer Überraschungsparty zu ihrem eigenen Geburtstag. Bei allen hat der Schock im Gefühlszentrum des Gehirns eine massive Produktion von Stresshormonen ausgelöst, die das Herz lähmen. Sollte seine Patientin etwa auch an gebrochenem Herzen leiden? An etwas, das nur in billigen Kitschromanen vorkommt? Eine weitere Untersuchung soll Klarheit schaffen. Die Patientin, die sich rettend vor ihren Hund geworfen hat, bekommt einen zweiten Katheter. Diesmal wollen die Ärzte nicht die Kranzgefäße durchleuchten, sondern große Mengen Kontrastmittel direkt in die linke Herzkammer spritzen. Im Röntgenbild wird das Unerwartete sichtbar. Das Kontrastmittel müsste sich eigentlich überall sofort verteilen, weil sich der Herzmuskel gleichmäßig zusammenzieht. Und der Vergleich mit dem Befund der amerikanischen Patientinnen ist eindeutig. Der untere und mittlere Teil der Herzkammer bleiben schlaff. Das ist ein gebrochenes Herz. Die Infusion mit den üblichen Medikamenten gegen Herzinfarkt wird sofort abgestellt. Das wäre jetzt die völlig falsche Therapie. Das Ultraschallbild zeigt, das Herz von Frau Lührich fängt schon nach wenigen Stunden an, sich zu erholen. Warum, wissen die Ärzte noch nicht. Sie fangen gerade erst an, nachzuvollziehen, was der Volksmund schon lange kennt. Das gebrochene Herz gibt es also wirklich. Das ist kein Hirngespinst aus Liebesromanen. Nun, selbst die moderne Medizin hat das Geheimnis des Herzens noch nicht ganz gelüftet. Es ist jedenfalls mehr als eine zuverlässige Pumpe. Nun, damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer schlägt Ihr Herz hoffentlich höher bei unserem Quarks-Skript. Dank der Gebühren ist es kostenlos und so kommen Sie dran. Beschriften Sie einen C5-Umschlag mit Ihrer Adresse und dem Vermerk Büchersendung. Frankieren Sie ihn mit 85 Cent. Nehmen Sie nun ein normales Briefkuvert und adressieren es an WDR, Quarks & Co., Stichwort der Sendung 50612 Köln. Darin senden Sie uns den Rückumschlag. Und bitte haben Sie etwas Geduld, das Skript muss erst noch in Druck gehen. So, das war's für heute und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Nächste Woche beweist Q21, dass es auf der Erde intelligentes Leben gibt. Keas, die gefiederten Affen Neuseelands, sind neugierig, verspielt und schlau. Sie leben in Gruppen und zeigen ein Sozialverhalten, wie wir Menschen es kennen. Der Chef entscheidet alles allein und er verdient am meisten. Doch hin und wieder muss er seinen Mitarbeitern etwas abgeben. Schräge Vögel, über die sie staunen und lachen werden, am kommenden Dienstag in Q21. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.